In einer Serie stellen wir das Team der neuen Salzburger Landesregierung vor. Dieses Mal Martin Zauner von der FPÖ. Er ist künftig zuständig für Wohnen und Raumordnung sowie den Grundverkehr. Außerdem übernimmt er die Sportagenten. Mein Name ist Martin Zauner. Ich bin eigentlich ein gebürtiger Steirer, sehr, sehr viel herumgezogen, schon in meiner Kindheit aufgrund der beruflichen Tätigkeit meines Vaters. Als Zuckerbeck, also dann irgendwo in Pinzgau gelandet, wie wir meine Eltern selbstständig gemacht haben und dort die prägende Zeit in der Fritsche und Gymnasialzeit verbracht und drinnen maturiert. Dann ein bisschen nach Wien gegangen, versucht zu studieren. Dann wieder zurück nach Salzburg und dort dann die Studien beendet und halt die berufliche Karriere gestartet. So im ganzen Kurzen. In der Landesregierung haben Sie jetzt das Megathema Wohnen in Ihrem Ressort. An welchen Stellschrauben muss man Ihrer Meinung nach drehen, um den Salzburgerinnen und Salzburgern künftig leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen zu können? Ein leichtes Ressort, glaube ich, gibt es nicht. Hier haben wir Ansätze im Raumordnungsgesetz, die wir da mit den Gemeinden zusammen, mit den Bürgermeistern zusammen versuchen werden zu forcieren. Das ist einmal das eine, also günstige Bauland zur Verfügung stellen für den Wohnbau. Das zweite ist, wir werden uns die Bauarten genau anschauen, gibt es hier irgendwelche Vorschriften können, die uns das Bauen unnötig verteuern. Und die dritte Säule ist dann, dass wir so rasch wie möglich auch eine neue Wohnbauförderung, ein neues System einführen und das in Gesetz bzw. Verordnung gießen, damit wir wieder leistbares Wohnen in Salzburg haben. Sport ist Ihr zweites großes Thema. Welche Akzente möchten Sie in diesem Bereich setzen? Ja, beim Sport spricht man so landesweit eigentlich bislang immer vom Breiten- und vom Spitzensport. Der Breitensport natürlich mit den vielen tausenden ehrenamtlichen Funktionären, Trainern, die das Vereinsleben am Leben erhalten auch. Und der Spitzensport, der ein Aushängeschild für unser Land ist, der dann auch hilft, dass wir Großveranstaltungen ins Land kommen, der auch den Breitensport boostet. Ich möchte aber auch eine kleine dritte Säule ein bisschen vor den Vorhang holen, und das ist der Behindertensport, das ist ein bisschen persönliches Anliegen auch, weil hier sehr, sehr großartige Arbeit geleistet wird und das einfach auch eine klasse Geschichte ist, die ein bisschen zu wenig beachtet ist, und da werden wir noch ein paar Akzente setzen.